Hallo, liebe Werk2-Community. Wir, das sind Martin Bonz von IGUS. und Thorsten Frank von der MyView Systems grüßen euch aus unseren Homeoffices, die wir in den letzten Wochen als zwangsläufig als Arbeitsumgebung genießen können. Auch wenn wir in der IT-Branche sicherlich dieses Arbeiten in Homeoffices gewohnt sind, so bedauern wir natürlich trotzdem sehr, dass die sozialen Kontakte zu unseren Kollegen, zu unseren Partnern und zu unseren Kunden in den letzten Wochen deutlich weniger geworden sind. Umso mehr bedauern wir natürlich auch wenn natürlich aus Solidarität und Verantwortungsbewusstsein keine andere Entscheidung möglich gewesen ist, dass Werk 2 ihren Partnertag hat absagen müssen. Und da wir auch wissen, wie viel Herzblut und wie viel Engagement in der Vorbereitung einer solchen Veranstaltung ist, freuen wir uns umso mehr, auch ein alternatives Format mit Werk 2 zu entwickeln, indem wir mit einem kleinen Sneak Preview euch auf unseren Vortrag hinweisen können. Und wie siehst du das Ganze, Martin? Ja, Thorsten, also für mich ist Homeoffice tatsächlich was ganz Neues gewesen, aber so mittlerweile hat man sich ganz gut dran gewöhnt, arrangiert sich natürlich mit der Situation. Wir sind alle froh und dankbar, dass wir gesund sind, auch die Familien gesund sind. Und ja, normalerweise wären wir jetzt so langsam in der heißen Phase der Vorbereitung auf den auf die Print Days unseres Vortrags, der Abstimmung. Aber gut, verschoben ist nicht aufgehoben oder so ähnlich heißt es. Insofern freuen wir uns umso mehr, das Ganze dann im Herbst nachholen zu können. Ja, du wolltest mich doch fragen, was wir geplant haben. Was haben wir denn so geplant? Wir wollen uns natürlich mit der Automatisierungsverfahrenskette kümmern und die insbesondere, wie es bei euch umgesetzt ist. Dazu haben wir uns den Titel ausgedacht: Komplexität auf Knopfdruck, Herausforderungen bei IGUS. Dabei Genauso werden ist wir über es. die eingesetzten Systeme, unser PIM-System X-Media, seine Möglichkeiten, der Tabellenkonfiguration und das optimale Zusammenspiel mit der Werk-2-Komponente Print-Komet berichten wollen. Da das Ganze aber natürlich eigentlich ein Praxisvortrag ist, kannst du das bestimmt noch viel besser erzählen, Martin. Ja, ich kann gerne mal ein paar Stichpunkte nennen, was wir da so vorhaben. Also zum einen wollen wir natürlich im Allgemeinen mal schauen, warum für unsere Motion Plastics Lösung Print auch im Jahr 2020 nach wie vor ein sehr, sehr wichtiges Instrument ist, für das wir unter anderem drei jährlich erscheinende Hauptkataloge im Bereich vom Seitenumfang zwischen 1000 und 1700 Seiten produzieren. Und nichtdestotrotz oder nicht gerade deswegen haben wir uns natürlich damals dran gemacht, zusammen mit der Printautomatisierung diese ganze Printproduktion wiederum effizienter zu gestalten im Hinblick auf Zeit und natürlich auch auf Kosten, auf Aufwand, der investiert wird. Da wir diese Kataloge jährlich in bis zu 12 erscheinenden Sprachen produzieren, sind wir da relativ stark darauf angewiesen, dass die Kataloge oder die Produktionszeit der Kataloge sehr deutlich verkürzt ist, was wir mittlerweile realisiert haben. Und genau das werden wir uns anschauen, wie wir im Laufe der Projektphase da sozusagen die einzelnen Etappen gemeinsam gemeistert haben, wie wir es geschafft haben, im Rahmen der tiefen Integration von dem X-Media-System mit Print Komet typische Print- oder typische Industriekatalog-Herausforderungen, insbesondere Tabellen, sehr stark verdichtete Informationen. Platz auf Seiten ist nun mal endlich, deswegen muss man da mit einer relativ großen Fantasie stellenweise auch arbeiten. Aber genau das ist das, was so diese Projekte aus meiner Sicht sehr spannend macht und wo ich glaube, dass für Sie und euch sehr viele interessante Details darin stecken, die ich ja gerne dann im Herbst eben auf den Print Days im Rahmen des Vortrags teilen möchte und einen Einblick geben möchte, wie wir es geschafft haben, auch die automatisierten Printkataloge von IGUS sozusagen mit sehr viel Detailliebe, mit einem trotzdem hohen Automatisierungsgrad und eben mit den angesprochenen verdichteten Informationen realisieren zu können. Und wie wir es auch geschafft haben, dass sich diese automatisierten Kataloge nicht von den manuell gesetzten Katalogen unterscheiden, weil das ist ein Anspruch, den wir von vornherein hatten, dass man dem automatisierten IGUS-Katalog oder den automatisierten IGUS-Katalogen die Automatisierung sozusagen nicht ansieht. Darauf freue ich mich. Ja, das klingt ja nach einem
herausragend spannende Projekt und wir sind auch stolz dazu, darauf, dass wir das gemeinsam haben umsetzen können. Und die Zusammenarbeit mit dir insbesondere war natürlich über lange Jahre mittlerweile auch immer hervorragend und dementsprechend wollen wir auch das gerne in unserem Vortrag rüberbringen, was eine gemeinsame gute Zusammenarbeit mit sich bringen kann. Dementsprechend ist auch die Freude auf unserer Seite auf den Herbst natürlich sehr groß und für diejenigen, die nicht nur den Praxisbericht, sondern auch die technischen Hintergründe im Rahmen eines Techie-Workshops im Anschluss genießen wollen, die haben auch die Möglichkeit, uns dann auch noch in einem solchen Vortrag zu erleben, wo der Kollege Christian Weiland von mir in die Tiefen der Automatisierung und die Möglichkeiten, die unser System dort bietet, euch einführen. Bis dahin freuen wir uns und sagen tschüss. Ciao, bis bald.